Ja. Und jetzt aus erfreulicherem Anlass zwei, die auch Stadien füllen, die auch zaubern, allerdings nicht mit dem Ball. Zaubern ist zu einer großen Show geworden. Und spätestens seitdem David Copperfield und Hans Klock das vorgemacht haben, denkt keiner mehr bei Zaubern an Kaninchen im Zylinder oder irgendwelche zersägten Jungfrauen. Zwei Brüder aus dem westfälischen Bünde haben diesbezüglich noch mal eine Schippe draufgelegt, setzen neue Maßstäbe in Sachen Zauberkunst. Definitiv die Show des Jahres. Schauen Sie mal. Ganz ehrlich, 2017 war das Jahr der Ehrlich Brothers. Die Zauberbrüder legen eine atemberaubende Show hin, werden mehrfach preisgekrönt und sind Deutschlands erfolgreichste Magier. Mit mehr als 38.000 Zuschauern halten sie den Rekord der größten Zaubershow der Welt. Sie sind einfallsreich, kreativ und begeistern die Fans immer wieder neu mit ihrem einzigartigen Mix aus Comedy und spektakulären Tricks. Es ist auf jeden Fall toll, wenn man wirklich von der Bühne in die Gesichter sieht. Und das Schöne auch, dass wir auch immer versuchen, in den Shows halt etwas für die Kinder zu machen. Auch die beiden Brüder entwickeln ihre Liebe zur Magie früh. Mit 8 Jahren bekommt Andreas seinen ersten Zauberkasten geschenkt. Er zieht die Jungs magisch an. Zuerst zaubern sie nur für ihre Oma und auf kleineren Bühnen. Doch ihr Vater erkennt das Potenzial seiner Söhne und unterstützt sie, wo er kann. Der Funke springt nicht gleich über, aber dann. Ihre aktuelle Tour haben bisher 800.000 Zuschauer gesehen. Doch trotz ihres Erfolges sind Chris und Andreas immer auf dem Boden geblieben. Okay, fast immer. Und hier sind sie, Andreas und Chris Ehrlich, die Ehrlich Brothers. Schönen guten Abend. Andreas Ehrlich, Entschuldigung, bei so schlecht ist mein Englisch nicht, bei Brothers denke ich an zwei mindestens. Ja, genau. Wo ist dein Bruder? Wo ist Chris? Im Koffer. Ja. Und? War eine peinliche Nummer für ihn. Wir haben uns eben wirklich hinter der Bühne noch gestritten, weil er behauptet hat, er hätte 2017 besser gezaubert als ich. Okay. Ja, habe ich einmal so gemacht, ihn auf Zwergengröße geschrumpft und hier rein gefangen genommen. Du erlebst mich gerade komplett ratlos. Ja, ich weiß nicht, was jetzt passiert hier. Wer ist hier drin? Wollt ihr sehen? Ja. Nein, nicht. Nein. Ey, du kannst dich doch nicht so zeigen. Na klar kann ich dich so zeigen. So sieht er aus. Wie sehe ich aus? Das nach meinen Augen. Eigentlich siehst du aus wie immer, als wäre eine Dose Haarspray explodiert. Und meine Stimme, ich klinge wie Heidi Klum. Naja, das liegt daran, Bruder, ich hab deine Stimmbänder geschrumpft und alles andere auch. Sag, dass das nicht wahr ist. Ach so, nee, da unten, das war vorher schon so klein. Markus, sag du doch mal was. Das geht doch nicht an, dass der in so einer großen Show nicht so klein macht. Da war ich noch mal groß. Kannst du doch auch, ne? Ich kann ihn, also die Hand hat ihn klein gezaubert, ich kann ihn auch groß zaubern. Aber da machen wir es auch spektakulär. Da machen wir es, pass auf, machen wir es so mit einer magischen Bewegung so. Wow. Ha, was heißt das denn? Also, Markus, komm du mal ganz kurz mit vielleicht. Das ist eine Streckbank. Ja, das ist eine Streckbank. Wo hast denn die her? Die ist von Dirk Nowitzki. Bleib du mal kurz ein bisschen hier stehen, okay? So ein bisschen Abstand. Warum? Ist das gefährlich? Für mich nicht. Dann gehe ich aber nicht rein. Na klar gehst du da rein. Das ist Folter. Bruder, du stehst doch drauf. Komm, pass auf. Einfach mal hier rein. Ja, und jetzt? Der Kopf? Ja, der Kopf geht hier rein. Pass auf, und dann machst du gleich Folgendes. Ich nehme den Kopf hier am besten an der Seite gerade wieder raus. Aha. So. Und die Füße, pass auf, die sperren mich richtig ein. Die Hände kannst du nach oben rausnehmen, so. So. Ach, den Kopf? Ja, den drehe ich mal hoch. Pass auf, Bruder, du liegst noch ein bisschen steif da, wie so ein Brett. Du musst dich mal so befreien. Hä? Ui, ja, okay. Von so einer Starre. Ja, okay. Hallo, okay. Okay, pass auf, wir drehen mal einmal gerade. Hallo. Du tust dir jetzt aber nicht weh. Ich? Ja. Ich würde dir nie weh tun. Markus, dreh du mal am Rad. Oh. Einfach ziehen. Ja, zieh mal dran. Okay. Und bei Markus, du das weniger.
Ich zieh durch, ja? Sag Stopp, ja? Nee, mach weiter. Pass auf, komm, hol mal raus. Meine Damen und Herren, ihr habt ein wahnsinniges, Chris, herzlich willkommen auch bei uns bei Menschen 2017. Ihr habt ein wahnsinniges. Du bist so groß geworden, du siehst viel größer aus als eben. Ihr habt ein wahnsinniges Jahr hinter euch. Und wenn man dann so in große Hallen geht, haben wir heute auch schon gehabt, kleine Kinder, bei euch immer großes Thema, mit leuchtenden Augen sitzen die dann da. Was erlebt man, Kinder, die sind ja sehr, sehr spontan und sehr direkt. Ja, also erstmal ist irre, wenn der Vorhang hochgeht und du siehst, sind die wegen uns da, das ist ja so surreal. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte, wir hatten ein Kind auf der Bühne, das hat bei so einem Trick mit einem Floh geholfen, wo so ein Floh so ein kleines Kunststück macht. Und wirklich so kurz vor dem Höhepunkt dieses Kunststücks, so ganz laut ins Mikro, ich hatte auch schon mal Flöhe. Das war die ganze Arena da am Lachen. Ja, und das war natürlich, dann mussten wir irgendwie dann auch die Kuh vom Eis holen. Da habe ich gesagt, naja, ist nicht so schlimm, mein Bruder hatte auch schon mal Flöhe. Staunen geht es eigentlich bei uns. Ja. Oder das ist uns sehr wichtig, den Menschen und vor allen Dingen auch den Erwachsenen wieder ein Stück weit Kind sein für ein, zwei Stunden zurückzugeben. Wir kommen so ein bisschen als Erwachsene und gehen als Kinder wieder. Herrliche Geschichte. Also, tolles Jahr für euch. Ich freue mich sehr, dass es für euch so gut läuft. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Und ich glaube, von den Ehrlich Brothers werden wir noch viel hören. Herzlichen Dank, Andreas und Chris Ehrlich, die heute unsere Gäste waren. Menschen des Jahres 2017.